Drei Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht blicken lassen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie eintreffen. Dann müssen wir dieses Lager sofort vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Jawohl, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grommash Höllschrei? Er und der Kriegshymnen-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Höllschrei gehört. Verdammt, Grommash. Wo zum Teufel steckt ihr? Der blinkende Button am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass eure Quests aktualisiert wurden. Klickt auf Quests, wenn ihr mehr über eure Ziele erfahren möchtet. Damit ihr einen Stützpunkt gründen und mehr Truppen anwerben könnt, müsst ihr zweierlei Rohstoffe sammeln: Gold und Holz. Wählt zum Abbauen von Gold zuerst einen Peon aus. Peons können in Goldminen wie dieser hier Gold abbauen. Wählt dazu einen Peon aus und befehlt ihm mit Rechtsklick auf. Wenn ihr einem Peon befohlen habt, Gold abzubauen, transportiert er es automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Befehlt ihn, in derselben Mine abzubauen, um den Goldertrag zu steigern. Oben rechts seht ihr, wie viel Gold ihr zurzeit habt. Wenn Peons mit Gold in euer Hauptgebäude zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Jetzt, wo ein konstanter Goldzustrom gewährleistet ist, könnt ihr weitere Peons ausbilden, um den Rest des Lagers zu erbauen. Um einen Peon auszubilden, wählt zuerst euer Haupthaus aus. Jetzt seht ihr rechts unten auf der Befehlskarte den Button Peon ausbilden. Klickt einfach darauf, um mit der Ausbildung eines Peons zu beginnen. Eine Einheit auszubilden erfordert Zeit. Wenn ihr das Haupthaus ausgewählt habt, seht ihr in der unteren Bildschirmmitte eine Fortschrittsanzeige. Bereit zur Arbeit. Ihr braucht zusätzliche Orgbaue, um eine größere Bevölkerung zu versorgen. Baue liefern die Versorgung, mit der ihr weitere Truppen ausbilden könnt. Um einen Bau zu errichten, wählt zuerst einen eurer Peons aus. Klickt dann auf der Befehlskarte auf den Button Gebäude errichten. Um weitere Gebäude zu errichten, müsst ihr mehr Holz aus dem umliegenden Wald beschaffen. Wählt dazu einen Peon aus und befehlt ihm mit Rechtsklick auf einen Baum, dort Holz zu sammeln. Ihr habt gerade einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. Wenn die Ausbildung einer Einheit in diesem Gebäude abgeschlossen ist, bewegt sie sich automatisch zum Sammelpunkt. Um einen Sammelpunkt festzulegen, wählt eins eurer Gebäude aus, das Einheiten produziert, und markiert die gewünschte Stelle mit Rechtsklick auf den Boden. Die Geister sind ruhig. Jetzt, wo ihr eurem Peon befohlen habt, Holz zu sammeln, transportiert er es automatisch zwischen dem Wald und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Schlossen. Bereit zur Arbeit, was ihr wollen. Jetzt, wo der Orgbau fertig ist, kann der Peon, der ihn errichtet hat, für andere Arbeiten eingesetzt werden. Gut platzierte Kriegswerkstätten können die Effizienz eurer Holzarbeiter verbessern. Befehlt einem Peon, in ihrer Nähe eine Kriegswerkstatt zu bauen. Aber gern. Ja? Das kann ich. Die
Die Geister sind ruhelos. Für die Ehre. Ja. Ondabu. Für die Ehre. Ja. Für Schicksalshammer! Ich bin der Kriegshäuptling. Arbeit abgeschlossen. Für die Ehre. Jetzt, wo die Kaserne errichtet ist, könnt ihr damit anfangen. Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Forschungen, mit denen ihr eure Truppen verbessern könnt. Wählt eure Kriegswerkstatt aus, um zu sehen, was ihr erforschen könnt. Bildet weiter Grunze aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt. Alle verfügbaren Forschungen erscheinen als Buttons auf der Befehlskarte der Kriegswerkstatt. Mit Linksklick auf einen Button beginnt ihr die Forschung. Alles klar. Lokregal Nogul. Mein Leben für die Horde. Ja? Dabu. Mein Leben für die Horde. Forschung abgeschlossen. Meister? Arbeit abgeschlossen. Zuck, zuck. Was ihr wollen? Arbeit, Arbeit. Also was weiter. Ihr wollen? Lok Narash. Mein Leben für die Horde. Eure Zeit ist gekommen. Niemand wird überleben. Ondabu. Für die Ehre. Ich bin der Kriegshäuptling. Niemand mein wird Leben überleben. Für die Horde. Forschung abgeschlossen. Für Schicksalshammer! Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grommash. Hoffentlich nicht. Aber wenn sie Höllschrei gefangen haben, wird es ihnen noch leid tun. Loktauga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Arbeit abgeschlossen! Zuck, zuck! Lokta! Zeit zu töten! Meister, Zeit zu sterben. Zeit zu sterben.
elenden Menschen wurden vernichtet. Bewegt Thrall und eure restlichen Einheiten über die Brücke und sucht Gromasch. Muss was getan werden? Also weiter. Ja. Ondabu. Ondabu. Ja. Für die Ehre. Arbeit abgeschlossen. Eure Zeit ist gekommen. Lok Narash! Lok Narash! Für die Ehre. Ondabu. Ja. Eure Zeit ist gekommen. Mein Leben für die Horde. Ja. Dabu. Wobu, Lokregal Nogul. Niemand wird überleben. Für Schicksalshammer! Ja, ich bin der Kriegshäuptling. Ondabu. Für die Ehre. Lok Narash! Für die Ehre. Für die Ehre. Leitet mich. So weiter. Wenn ihr mehrere Magiebenutzer gleichzeitig steuert, müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wirken. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Wie ihr seht, werden die aktuell ausgewählten Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Dadurch wird diese Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Kriegshäuptling, wir haben herausgefunden, wo sie Gromasch festhalten, aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie! Hellschrei muss befreit werden! Die Geister sind ruhelos.
Ja, Ondabu. Leitet mich, Lokregal Nogul. Meister? Also weiter. Wie kann ich helfen? Ich bin der Kriegshäuptling. Was wir wollen? Ja? Die Geister sind ruhelos. Eure Zeit ist gekommen. Grommash, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut. Wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Haha, wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein.